Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heinreich, Folge 148. Ja, diesmal wieder in 48 Kilohertz, 16 Bit. Ja, außer die Leute, die es in die Dropbox kriegen. Die haben es in der MP3. Ansonsten die Podcaster und YouTuber 48 Kilohertz, 16 Bit. Wobei ich bei den YouTubern gar nicht so sicher bin, weil ich wandle das ja mit der Schuh-App um und da weiß ich gar nicht, in welchem Tonformat das letztendlich von der Schuh-App umgewandelt wird. Aber gut, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen mal wieder nachts. Ja, wie soll es auch anders sein? Neben mir liegt natürlich wieder mal mein Kater Blacky, so wie immer eigentlich. Der liegt immer bei mir im Bett und schläft. Er ist wach. Jetzt hat er gerade eine Pfote mir vorgestreckt, weil er mir zeigen will, er ist wach. Na, mein Dicker, bist du wach? Bist du wach? Ja. Jo, mein Großer. Das Bach hat sich gerade geputzt. Ja, mein Großer. Ja? Jetzt schnurrt er wieder. Ja, mein Großer. Kannst ja liegen bleiben. Kannst ja liegen bleiben, mein Großer. Ja, mein Großer. Ja, putz dich mal. Nee, sonst geht's mir eigentlich sehr gut. Ja, nochmal zu den Aufnahmesituationen. Wir hatten ja gestern nochmal drüber geredet. Ja, wie gesagt, also die Aufnahmesituationen wie Diktat, Vortragsmodus, Konferenz, die sind wohl alle in 128. Ja, also warum, weiß ich nicht. Finde ich auch ein bisschen blöd. Deshalb nutze ich die ja auch selten. Deshalb bin ich ja immer in dem manuellen Modus und stelle da alles selber ein, weil ich da einfach eine bessere Qualität habe. Und klar, man kann die Situationen auch mal benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel schnell mal eine Situation haben möchte. Ne? Wie gesagt, ich meine, der macht ja trotzdem, auch wenn man jetzt eine niedrige Qualität nimmt, macht er ja trotzdem einigermaßen gute Qualität. Klar, man hört es irgendwann, aber ja, gut. Ist halt immer die Frage, ja, inwieweit man es selber hört oder wem man sowas ja auch schickt. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Also es gibt ja auch zum Beispiel auch Leute, die sagen, nee, mir reicht die Qualität, mir reicht 128 oder mir reicht 64 Kilobit. Ne? Dann ist es ja okay. Ich meine, vor allen Dingen sind die Dateien einfach kleiner dann. Ne? Ja. Und dafür ist es dann natürlich wieder gut. Weil so große Dateien, das dauert ja aber eine Weile, bis man die verschickt hat oder so. Ne? Also vor allem nehmen die große Dateien ja auch eine Menge Platz weg. So wie jetzt hier mit 48 kHz, 16 Bit, das ist natürlich Wahnsinn. Aber gut, ich schmeiße ja die Datei auch immer gleich runter vom DM770. Wenn ich sie als Podcast hochgeladen habe und so. Ne? Also ich speichere die Dateien ja nicht auf dem Gerät. Das wäre Wahnsinn, dann wäre mein Speicher gleich voll. Insofern, ja. Ja, ansonsten geht es mir ganz gut, wie gesagt, nur ein bisschen müde, werde mir auch gleich einen Kaffee machen, denn heute ist Sonntag und das nutze ich aus und ja. Also ich weiß nicht, mir kommt es immer so vor, also ja, ich weiß, dass das Mittel eine schöne Situation ist und das Mittel auch für Gespräche besonders gut ist, aber mir kommt das Mittel immer sehr leise vor. Weiß nicht, vielleicht geht es mir so, deshalb habe ich jetzt auch mal wieder auf hoch gemacht, um einfach mal wieder eine kräftigere Aufnahme zu haben. Also klar ist ein Mittel auch ganz angenehm, wenn man so ein Gespräch aufnimmt. Aber gut, wenn ich nur alleine rede, dann ist es natürlich auch leiser. Ist ja logisch. Ich meine, wenn man jetzt eine Gruppe hat oder drei Leute reden miteinander, dann ist es natürlich auch wieder
eine ganz andere Situation. Dann sitzen ja alle verteilt um einen Tisch, das Gerät liegt da und dann wirkt die Aufnahme natürlich, selbst wenn man im Mittel aufnimmt, lauter. Wenn man natürlich alleine redet, dann, naja, und so, vor allem nachts, so wie ich, dann ja, ist vielleicht manchmal hoch auch gar nicht so schlecht, weil die Aufnahme dann kräftiger ist. Ja, weil eins habe ich noch eingestellt, weil wegen der Stereobreite, ja, dann rauscht es halt ein bisschen mehr, aber ich denke mal, ja, rauschfreie Aufnahmen heißt ja auch immer, dass man an den Frequenzen was verändert. Ich habe zum Beispiel gestern habe ich ein Video gehört von, ihr kennt ja sicherlich Pumuckl, ne? Pumuckl ist dieser, ja, und Pumuckl, da gab es ja auch in den 70er Jahren Hörspiele. Also es gab in den 80er Jahren diese Fernsehfassungen als Hörspiel. Die sind ja bei Apple Music drin. Und jetzt hat irgendwer auch diese alten Platten remastert. Und allerdings mit so Rauschfilter drin und sowas. Und das ist grauenhaft. Also ich weiß nicht, warum manche der Meinung sind, wenn sie Rauschfilter reinmachen und es klingt dann so abgehackt, so, naja, ihr kennt es ja, wenn man so einen Filter draufpackt, ne? Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich finde, Leute sollten doch einfach die Platte oder die Kassette teilweise so lassen, wie sie ist. Und dann hochladen. Das klingt einfach angenehmer, als wenn sie da diese Rauschfilter reinmachen und dann klingt es immer so, wie als wenn es in einer schlechten Qualität wäre. Dabei ist es nicht in einer schlechten Qualität. Ja, nur damit es nicht rauscht. Also das verstehe ich denn immer nicht. Klar, man kann das Rauschen etwas entfernen, aber das kann man ja auch so entfernen, dass man keine Frequenzen verliert. Das finde ich immer ganz wichtig. Also dass schon das Original irgendwie erhalten bleibt, ne? Und wieso faucht die jetzt schon wieder? Mia faucht. Naja. Gut, ich gehe jetzt aufs Klo. Ach ja. So, da ich auf Hochmacht habe, mache ich es auf Pause. Weil wenn ich jetzt aufs Klo gehe und so, mal nehme ich es auf, mal nicht. Jetzt nehme ich es mal nicht auf. Dann melde ich mich gleich wieder. So, da sind wir wieder. In alter Frische. Und jetzt wird der Kaffee gemacht. Ja, 148 Folgen. Wir gehen auf die 150 zu, Leute. Wahnsinn. Ja, jetzt legen wir das Gerät. Das war, vergesse ich nicht, Wasser reinzumachen. Ja. Seht ihr? Wasser ist in den Tank. Wasser ist im Tank. Wasser ist im Tank. Im Tank, danke, danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Na toll. Dieser Kater. Ja, super Kater. Heißt nur, wir müssen runter. Aber es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Nichts kann man irgendwie. Ja, oh, er läuft noch. Ja. Gut. Ja, da sieht man, wie robust die Dinger eigentlich sind. So, wir benötigen wieder eine Tasse. Eine Tasse, aber eine Tasse. So. Seht also, die Geräte sind wirklich stabil. Mein Kater hat den Olympus gerade runtergeschoben, der gehört.
Eins, zwei. Gerät auf den Tisch gestellt. Ja, auf den 11. April 2021. Mitternacht. Also nach Mitternacht ist es ja schon. Ein Mitternachtskaffee. Sehr gut, lecker. Na komm her. Na komm. Na komm her. Blackie, komm her. Blackie hält sich momentan in der Küche auf. Warum auch immer. Die Mädels schlafen.
Ja, das ist wieder mal die Ruhe in manchen. Aber gut, Fenster sind ja auch zu. Draußen würde man jetzt aber auch nicht viel hören, außer vielleicht mal jemand, der da draußen rumläuft, weil er nach Hause kommt. Aber eigentlich ist ja Auslandssperre, man darf ja gar nicht weg. Glaube ich zumindest, weiß ich gar nicht, ob wir noch Auslandssperre haben. Also wenn man das jemandem erzählt, der es noch nicht kennt, der denkt, was ist hier auf der Welt los? Ja, also Ausgangssperre, man darf sich nicht treffen, das ist einfach grauenhaft, das ist einfach wirklich... Wenn man mal überlegt, 89 haben die Leute in der DDR für ihre Freiheit gekämpft und wollten Reisefreiheit und jetzt haben wir 2021 und es darf gar keiner reisen. Also es ist schon wirklich eine verrückte Zeit momentan. Also aber wir werden diese Zeit überstehen. Mit viel Podcasts. Ja. Werden wir die Sache überstehen? Auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt bei Apple Music endlich mal wieder was gefunden, was mich an meine Kindheit erinnert, und zwar Stecki 401. Stecki 401 ist ja auch, das ist gelesen von Joachim Notke, und da geht es um einen Außerirdischen, der auf die Erde kommt und halt mit einem Abenteuer erlebt, einmal mit einem selbst, also er redet ja mal von du, also man soll sich halt vorstellen, dass man das selber ist, und man hätte einen Freund und der Freund hieße Tim. Ja, und man erlebt dann halt immer so Abenteuer und das finde ich ganz cool, und am Schluss kommt dann immer so eine Entspannungssache. Und ja, höre ich eigentlich ganz gerne dieses Stecki 401. Ja. Ist ganz gut gemacht. Ja. Nach und nach kommt alles in die Streamingdienste, finde ich irgendwie schön. Also gerade auch so Kindheitssachen. Stecki 401 ist halt wirklich aus meiner Kindheit. Deswegen habe ich gestern auch ein paar Folgen gehört. Dann habe ich auch mal wieder ein paar Folgen Pumuckl gehört. Allerdings Pumuckl, muss ich sagen, empfand ich ein bisschen als anstrengend. Also dass ich das als Kind wirklich, ich meine, ich finde Pumuckl nicht schlecht, ich finde es schön. Aber es ist schon dieser quälige Kobold, also da musste ich mich erst wieder reinfinden. Aber als Kind habe ich das geliebt, ne? Läuft der Blecki. Mietz ist auch, glaube ich, auch aufgestanden. Ihr hört Blecki, wie er gurt. Damit wird gefaucht. Das war Mietze. Könnte aber auch Mia sein, weiß ich jetzt nicht, weil Mia ist eigentlich die so finster knurrt. Ja, das jetzt seht ihr mal, wie Katzen knurren können. Erstaunlich, was die für Geräusche machen können. Ja, hatte ich also gestern meine Pumuckl und meine Stecki 401. Ne, es war Mia, glaube ich sogar. Ja, hatte ich gestern meine Stecki 401.
Also wieder in den Körbchen gesprungen. Ich gucke mal, ob das Körbchen auf dem Kühlschrank noch gut steht. Weil manchmal rutscht es runter und dann fällt es runter. Ich schiebe das nämlich immer beim Springen. Aber sie liegt gerne da oben. Los, direkt mit dir, blödes Vieh. So. Na, Dicke? Herrchen schiebt. So. Genau, so ist gut. So ist fein, ne? So ist fein, Dicke. Jo, meine Süße. Streichel mal meine Mia. Streicheln wir mal die Mia, die Mia. Ja. So. Jetzt wieder den Rechner an. Ja, einen Rechner. Top-Lap läuft. Schlepptop, der Schlopptipp. Schlepptop. So. Ich brauche die Tastatur. Falalalalalala. So. Ich brauche die Tastatur. Falalalalalala. So. Das Ding fährt hoch. Ja, diesmal eine etwas kurze Folge, wobei so kurz ist es auch nicht. Noch läuft das Gerät ja. Ich will nur alles schon machen, damit der Rechner sich schon mal einsetzen kann. Das ist logisch. Port. Oh. Oh. Ich kann natürlich ein bisschen einfixen, den Rechner. Währenddessen kann man noch einen Schluck Kaffee trinken. Alles in Ruhe. In Ruhe Barul. So, nicht wahr? Kater? Na komm her. Komm auf die Couch, Dicker. Komm. Komm. Na komm. Ja, so ist fein. Bist schon wieder völlig überdreht, Dicker. Hm?
liegt er da und schlägt mit dem Schwanz. Ja, du bist auf Spielen aus, ich weiß, Dicker, aber nicht in der Nacht. Das muss ja wirklich nicht sein. Der Tisch knarrt. So, bevor mir der Kater noch die Tasse runterschiebt, haben wir ja gesehen beim Gerät, wie schnell es funktionieren kann, werde ich die Tasse lieber wegstellen. Das ist mir nichts. Denn so eine Tasse, wenn die runterfällt, dann haben wir Scherben. So. Einfach rein. Ja. Noch Wasser drin. Einweichen. So. So. Jetzt nehme ich ja meinen Stuhl. Oder wie Bud Spencer sagen würde, Stuhl. Wie bei vierfäustigen Rio, ne? Stuhl. So. Bad Auszeit. So. Dann haben wir hier noch Katzenspielzeug. Naja, gut. Katzenspielzeug. Habe ich Blackie mal ein Katzenspielzeug hingeschmissen. So. Spielt da. Ja, dann, wie gesagt, ich lade das Ding jetzt hoch und wir hören uns in der Folge 149 wieder. Also bis dann. Ciao, ciao und bleibt gesund und einen schönen Sonntag.